Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Ich habe euch ja bereits in einem vorherigen Video zwei Armbänder für meine Pixel Watch vorgestellt. Einmal das elastische Stoffarmband, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, und dann das grüne Lederarmband, was mir sehr gut gefallen hat. Und in diesem Video habe ich euch gesagt, ich bestelle mir auch noch das schwarze Lederarmband und zeige euch das. Das habe ich aus Gründen nicht getan, erzähle ich euch gleich noch was zu. Aber dann habe ich auf der Google-Seite ein zweifarbiges Lederarmband entdeckt. Nämlich dieses hier gibt es auch in verschiedenen Ausführungen und das habe ich mir bestellt. Und wenn euch interessiert, wie sich das so in meinem Alltag an meiner Uhr und an meinem Handgelenk geschlagen hat und wie es sich im Vergleich zu dem normalen grünen Armband schlägt, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Los geht's, viel Spaß! Erst einmal gilt für das zweifarbige Lederarmband genau das gleiche, was ich auch schon über das grüne Lederarmband gesagt habe. Mit 20 mm Breite ist es mir einfach ein Stück zu schmal. Generell, und das erwähnt ich glaube schon häufiger, wirkt die Pixel Watch auf mich auch eher, als wäre sie ein wenig eingelaufen, aber weiter mit dem Armband. Auch dieses Armband ist aus italienischem Leder gefertigt, zumindest sagt Google das, und wie der Name schon sagt, besteht es aus zwei unterschiedlichen Farben. Eine Hälfte schwarz, die andere Hälfte grau, silberne Anstöße und eine silberne Schließe. Letztere ist bei dem grünen Lederarmband matt, was bei einer glänzenden Uhr wenig Sinn macht. Das macht das zweifarbige Band besser. Hier sind Anstöße und Uhr Ton in Ton. Das ist auch der Grund, warum ich mich nicht für das normale schwarze Lederarmband entschieden habe, wie ich es eigentlich vorhatte, denn das hat schwarze Anstöße und schwarze Anstöße an einer glänzenden silbernen Uhr. Ich denke, das wird nicht so passen. Generell finde ich es schade, dass man sich die Armbänder nicht selber konfigurieren kann, da Google die Uhr ja auch in unterschiedlichen Farben anbietet. Immerhin könnt ihr wieder zwischen zwei Größen wählen. Das kleinere Band umfasst Handgelenke bis maximal 170 mm und die Größe L umfasst Handgelenke mit einer Größe von maximal 230 mm Umfang. Was mir so gar nicht an dem zweifarbigen Armband gefällt, ist die Schließe, die ganz einfach optisch mir viel zu filigran wirkt. Und dann die Art zu verschließen selber. Man schiebt das überschüssige Band unter das Armband und das zieht ganz einfach beim Anlegen immer. Das ist ziemlich unangenehm. Wieso sich Google hier für eine solche Art Schließmechanismus entschieden hat, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich wirkt es so, als wenn sie zwanghaft etwas anderes machen wollten als bei den anderen Lederarmbändern. Aber irgendwie ist das in die Hose gegangen, meine Meinung. Ein weiterer Nachteil, das Armband ist auch noch etwas dünner als die einfarbigen Kollegen. Dünner gilt allerdings nicht für den Preis, der ist bei 79 Euro ebenso hoch. Nicht falsch verstehen, 79 Euro ist das Armband sicherlich wert, wenn man die Qualität, die Verarbeitung und die Materialien sieht. Aber im direkten Vergleich gewinnt hier für mich das normale Armband, das ohne fragwürdige Designentscheidungen auskommt. Mir gefallen die beiden Farben, das Schwarz und das Grau, und ich finde es super, dass die Anstöße Ton in Ton mit der Uhr sind. Das Band fühlt sich gut an und trägt sich auch so. Die Schließe gefällt mir hier aber überhaupt nicht und ich finde es, wie eben schon erwähnt, einfach schade, dass das Band noch mal dünner ist als das normale Lederarmband. Was sagt ihr zum zweifarbigen Lederarmband für die Google Pixel Watch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Gern auch eure Meinung generell zur Pixel Watch. Lasst uns darüber ein bisschen diskutieren. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch sehr über euer Abo und wenn ihr mich auf meiner kleinen Reise hier auf YouTube begleitet. Bis zu einem weiteren Video. Bleibt interessiert. Macht's gut. Bye bye.